rechts öffnet sich dann die Brücke. Wenn wir den Typen da besiegen. Ja. Das war bei Mooney auch so lustig, weil er die ganze Zeit versucht, gegen ihn zu kämpfen. Und dann im Endeffekt hat er einmal von der Seite zugeschlagen, der war tot. My body. My B-O-D. To the O, to the D, to the Y. B-Y-O-B. ja. B-O-D-Y. A soul burst out with an eerie voice. Wow! Wow! Ja, hör doch mal auf zu blocken. Du kannst den, glaube ich, nur von der Seite treffen, oder? Es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Yep. Oh no! Yeah. Yeah. Stipp. Stipp, 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 stipp. Energie wird schon wieder knapper. Knapp und knapper. Ja, das war echt so ein. War das nicht ein Disney-Film? Ja, ich glaube, das so war ein voll unnötiger Disney-Film. Boah, aber wie kannst du das wagen? Bambi ist ein unnötiger Disney-Film. Bambi ist ein Klassiker, aber doch nicht Kappa und Kappa. Kappa ist auch ein Klassiker. Nein! So viel später kam das ja nicht raus als das. König der Löwen ist ein Klassiker. Ja. Kappa und Kappa kam auch ungefähr zu der Zeit raus. Nee. Ja doch. War Kapp und Kappa einer von diesen jährlichen Disney-Filmen, so wie halt König der Löwen, Aladdin oder Herkules? Was meinst du mit jährlich? Ja, es kam doch damals mal so jedes Jahr so ein Disney-Zeichentrickfilm in die Kinos. 94 war es König der Löwen, dann 95 war es Aladdin, 96 war es, glaube ich, Pocahontas, dann kam Herkules und dann kam, meine ich, Mulan. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Kapp und Kappa vor Pocahontas gekannt habe. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube, Kapp und Kappa war nicht so ein großer Kinofilm. Wirklich, aber ich fand den echt schön. Also, es war von allen diesen Filmen der, wo ich am meisten geheult habe. Und ich finde, dass er nicht so für Kinder geeignet ist, weil es ja auch um Tod und so geht. Also Tod von einem Guten. Immer noch im Gegensatz zu einer Hexe von der Klippe runterstoßen. Ja, was ja auch oder wenn Papa Mufasa runterstürzt, ne? Das war auch schlimm, ne? Na endlich! Eis, Eis, Pick! Passt doch gut mit dem Lied zusammen. Oh, ich weiß nicht, wie versetzt ich vom Timing bin. Ich glaube gar nicht so viel. Jautsch. Wahrscheinlich auch noch an den Wow zu singen, oder? Wow, 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 wow. Nein, das ist zu anstrengend. A dining room. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Juhu. Hope this is not Chris's blood. So, hier müssen wir den ersten Edelstein finden. Ich glaube, der Rubin. Ich glaube, ein roter ist. Ah, verdammt, Black. Black Opal was buried in the suit of the fireplace.
Shine obtained Black Opal. Black Opa. Ist Opal wirklich schwarz? Na egal. One down, three to go. Es gibt zwei Videospiele, die ich im Moment gerne hätte. Auf der einen Seite wäre das Left 4 Dead 2. Oh yeah. Und L.A. Noir. Ich habe beide. Ich habe auch beide durchgespielt. L.A. Noir ist schon gut, oder? Ist an sich nicht schlecht. Leider zieht sich die Story ein bisschen wie Kaugummi hin. Also, sag mal, ich finde es cool, dass du mit dem Auto herumfahren kannst, wie bei der Pate. Ja, das kannst du. Da gibt es zwei andere Spiele, bei denen du das kannst. Sollte ich mal auch Grand Theft Auto probieren. Also GTA 4 fand ich nicht so pralle. Also wenn du ein gutes Open-World-Spiel haben willst, dann rate ich dir zu Red Dead Redemption. Da hast zwar keine Autos, aber Pferde. Sag mal so, die Story von dem Spiel ist richtig genial. Mhm. Auch die Charaktere sind super lustig und vor allen Dingen im Gegensatz zu GTA ist es nicht so alles auf Gangster-Scheiß getrimmt. Aber ich mag Gangsterschein. Gangsterschein. Oh yeah! Ja, GTA 4 fand ich schon recht enttäuschend im Vergleich zu San Andreas. Ich habe noch keines gespielt außer GTA 2, also. Würde ich an deiner Stelle San Andreas probieren. Das ist. Habe ich auch Gutes davon gehört, ja. Na gut. Shine, come check this out! Tickety check yourself before you wreck yourself. What's this oil can? The Ölkanne? Maybe you can turn by kicking it while shoving the ball. Yo. Alright, I'm giving it a try. Yeah. So, zwei. A mechanical sound echoed somewhere. Was ist? In meiner Arbeit ist es ja so, dass wir uns auf einem Kalender eintragen, wann wir arbeiten. Und ich habe nichts dagegen, für jemanden einzuspringen. Ab und zu, wenn es dringend ist oder sowas. Aber ich bekomme mittlerweile fast jeden Tag: Hallo Ami, kannst du vielleicht da und da für mich einspringen? Und jetzt, es ist 8:45 und eine Kollegin schreibt mir: Kannst du morgen die erste Schicht übernehmen? Ist das ihr Ernst? Das ist das Arbeitsleben. Ich antworte nicht mehr drauf. Ich bin diese Woche schon einmal für jemanden eingesprungen. Morgen geht das Geschrei los, oder? Nö, ist mir doch egal, was. Sie soll. Verstehst du, die sollen sie nicht eintragen. Das ist schon das zweite Mal, dass sie mich diese Woche fragen. Die sollen sich nicht am Kalender eintragen, wenn sie keine Zeit haben. Ah. So. Jetzt geht's ja, wieder. Richtig so, ne? Ja. Wenn man einmal so einem die Hand hinreicht, dann. Oder ihr, dann will. Oder den Finger hinreicht, dann will sie gleich die ganze haben. Ja. Dann kommt sie immer wieder an. Das Beste ist ja auch eine andere Kollegin. Ich habe ihr schon mindestens 6 Mal gesagt, dass ich Mittwoch, Donnerstag und Freitag in der Uni bin und Montag. Naja, ich sage, ich habe Montag auch Uni, weil ich da einen zweiten Job habe, sonst muss man denen ja nicht auf die Nase binden. Und ich habe ihr schon also, so oft gesagt. Freunde, wenn ihr das an dieser Stelle hört, wisst ihr, wie das läuft. Arbeite ich vielleicht gar nicht mehr dort, nein. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau. Sie hat schon so oft gehört und schreibt mir trotzdem immer: Ja, kannst du da und da für mich arbeiten? Und das sind dann immer so Tage wie Donnerstag oder Freitag, wo ich kann nicht zur Uni gehen wegen der Arbeit. Das geht nicht. Das nervt. Das nervt wirklich.
Glaube ich. Meistens, wenn ich Zeit habe, bis jetzt war es immer so, immer wenn ich Zeit habe, habe ich gesagt, okay. Aber wenn mir jemand 12 Stunden, bevor ich in der Arbeit sein muss, schreibt, kannst du bitte für mich einspringen? Nö, sicher nicht. Sag einfach, du musstest, du warst schon am Schlafen. Ja. Gibt's einen richtig dicken Zickenzopf auf der Arbeit. Ja, ich schreibe, ich habe ja auch Uni morgen. Es würde sich theoretisch ausgehen, die erste Schicht, aber ich schreibe einfach, ich kann nicht, weil es sich mit dem Stundenplan nicht ausgeht. Das verstehen mittlerweile alle jetzt, glaube ich. Ja, mittlerweile geht sich das mit meinem österreichischen Sprachgehalt auch aus, glaube ich. Ja, mach den Mund lieber zu und hör nur zu. Nee. So, was schreibe ich jetzt? Tut mir nicht leid. Tut mir leid. Aber. Leid. Mein Ehemann geht vor. Ab Uni. Zu der Zeit sollte ich das zuschreiben. Sonst glaubt sie, ich bin jetzt. Klausur. Nö. Ist egal, ob es wichtig ist oder nicht. Zu der Zeit. So. Aber das macht man wirklich nicht so kurzfristig vorher. Nee. Ich meine. Naja, ich sag mal, wenn du jetzt fest angestellt wärst, oder vor allen Dingen, wenn du neu wärst, dann wird sowas gerne mit dir gemacht. Ja. Naja. Ja, weiter im Kontext. What is this statue? There's something in its mouth. Steck die Hand rein. My bite. Put a hand in it or don't touch it. Ach, es ist ja nur eine Hand im schlimmsten Fall. Ja, im Deutschen sagt er da diesen geilen Spruch, da habe ich mich so beäumelt, hey, eine Hand oder zwei, ist doch egal. Ich fand den Charakter von Ark in der deutschen Version echt lässig. Das kommt gar nicht so lässig rüber hier in der englischen Version. Hey, what's an armor to? Oh, okay. Jetzt hab ich schon mal Snake gesagt. Snake! Snake! Place his hand deep in the statue's mouth. Oh nein! Die Säure ist weg. Säure. Baby. Tja, er kommt Batman viel zu schnell voran, das ist das Problem. Tja, ich schätze, wir werden auf Video noch ziemlich viel trainieren müssen. Also du, nicht ich. Ja, ein bisschen. Also ich, ehrlich gesagt, in meinem ganzen Leben war ich noch nie mit dem vorgeschlagenen Level bei der Hexe. Ja, aber es wäre trotzdem nicht schlecht. Ja, ich denke mal, ein Level mindestens werden wir noch kriegen. Naja, also ich glaube sogar mit Level 25. 26 ist das vorgeschlagene, oder? Nee, 25. Also mit 25 kannst du die locker mit den normalen Waffen aus den Socken hauen. Ja. Da ist das kein Problem. Ich glaube, mit 24 machst du mit der Waffe eigentlich kaum Schaden. So wie bei den Gegnern vorher. Hast du ja gesehen, den Unterschied zwischen 4 und 33. Ja, das kenne ich vor allen Dingen noch vom letzten Endgegner. Von Ragnarok. Ja, mit Level 30 machst du dem 1 oder 2 Schaden, mit Level 31 sind es dann 30 oder 40. Mhm. Aber ich sag mal so, bei den späteren Level, da kriegst du auch wirklich so an Stärkepunkten, glaube ich mal, irgendwie 10 dazu oder sowas. Ja. Und dann mal irgendwie so 30 oder 40 Kraftpunkte mehr. Jetzt hör mal auf, dir auf die Backen zu trommeln. Das ist ein Stift. Das Geräusch solltest du doch kennen. Und mein Vater. Sollte mein das Geräusch Vater. Machen. Mein Vater. Who's your daddy? Who's your daddy? Kiss your brother, kiss your brother. Luke, I'm your father. It's useless to resist. Come with me, my son, we will rule this world?
this place. Search your feelings, it is true. Okay. So you had a twin sister, which Obi-Wan was wise to hide. come with me. Irgendwie sowas. Oh Mann. Ich kenne nur Kiss the Wookiee, Kick the Droid. Mehr weiß ich nicht. Fly the Falcon through an asteroid. Till the princess is annoyed. So, spaceships is monsters, the Star Wars, we love it. Come and help me, Obi-Wan. Ah, ich kenne die Texte auch. Dafür kannst du das Arnold-Alphabet. Boah, ob ich das noch hinkriege. Na gut. Ich will es gar nicht austesten. Der Unterricht beginnt. Ich bringe mir das Alphabet bei. Du kannst das? Ich kann nur ein paar. Ich kann Good fünf. Morning, students! Good morning, Mr. Teacher! Ja, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Keine Ahnung. Ach, ah, hier, ja, jetzt kommt diese geile Szene. Woo! Oder. Oh, das war eine durch die Mangel gedrehte Katze. Wow, Brian makes me dizzy. Shine, hey, look. Listen. The wall of the tower to the other side. Kamera pan. Ich verstehe nicht, wieso diese Musik spielt hier. Es hat keine. Ich verstehe nicht, warum das Schloss auf dem Meer schwimmt. Und ich verstehe nicht, wie sie den Drachen von dort sehen können. It's naja. The eye of the dragon, it's a dream of fight, glowing. Rising up to the challenge of our rivals. The eye of the dragon, the wall is glowing. That's a jewel for sure. For show. For show? For show. Hey, yeah, great. How do I get across to the other side? Like some thief somewhere, I'm supposed to jump across the roofs, and no, I'm not this gay asshole from this stupid video game series. The guy who jumps over the roofs and looks like fucking retard. Das könnte jetzt auf viele Spiele zutreffen. Na egal. Aber ich glaube, du meinst Assassin's Creed, so wie ich dich kenne. Bingo! 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 Hey, where's everyone going? Bingo? Padumts. I'll give you a good show to get it started good. Don't worry. Be ready? Happy. Let's off! Hey, I didn't say yes, no! Das ist wie in diesen chinesischen Filmen, wo sie durch die Luft fliegen, indem sie mit den Beinen strampeln. Tiger and Dragon. Ja. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Da haben sie natürlich gleich, also irgendwann, als sie das mal gespielt haben auf Pro7, haben sie gleich danach in Galileo so ein Special gemacht. Von wegen, ja, ist das überhaupt möglich und so. Und ich habe nur gedacht, ja, ja, und was haben die Illuminaten damit zu tun? Jetzt ist auf einmal Eye of the Serpent. Tja. Topaz. Shine-tainted Topaz. And I'm hanging in the air. No, Mufasa. Mit Wasser? Tötete Mufasa. I am evil. Dum, 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 dum. Ich liebe die deutsche Synchronstimme von Scar. Sie klingt so... Also, die Synchronstimme... Die